heißt, wir müssen so schnell wie möglich unsere Sachen malen, die hier vorgegeben sind, damit wir nicht sterben. Meine Finger kribbeln schon. Bist du ein guter Zeichner, Easy? Ich bin kein schlechter Zeichner. Okay. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich gut bin. Bewerte diese Zeichnung. Ich sag, ich erkenne, was er versucht hat. Ich gebe mal 3 Sterne. Oh, das ist cute. Was hast du das gemacht? Das habe ich gemacht. Das ist super süß, aber leider keine Farbe. Ach, deswegen gibt es einen Sternabzug. Ja, 3 wert vielleicht. Oh, was hat er gemacht? Ich meine, das sieht aus wie so ein Albtraum, als wenn das Bett ihn aufnimmt. Ja, echt so. Das übernimmt ihn so. Okay, das ist eher... Oh, ich habe vergessen zu bauten. Naja, gut. Naja, die Gewinner sind... Gewinner sind... Ah, du bist nicht auf dem Treppchen. Wieso nicht? Dann war das Einhorn nicht gut genug. Aber keine Sorge. Oh, du bist 4. geworden. Wir können uns jetzt natürlich redeemen. Ich werde besser sein als du, okay? Sag ich jetzt schon mal. Ich werd mein Bestes geben. Ich habe jetzt das Einhorn gesehen. Ich weiß, womit ich arbeiten muss. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht habe ich auch extra schlecht gezeichnet, damit du mich unterschätzt. Oh, das wäre natürlich eine geheime Technik. Schon mal darüber nachgedacht? Ah, nee, noch nicht. Okay, bist du bereit? Oh, Thema Schnurrbart. Das ist einfach. Da muss man nicht so viel machen. Erstmal den Hintergrund. Das ist ja wichtig. Hier, oh, 2,5 Minuten. Ganz entspannt. Die Zeit vergeht voll schnell, oder? Ja, ich habe irgendwie gedacht, ich habe super viel Zeit und alles ganz entspannt. Ja. Aber jetzt male ich hier irgendwie noch meine Augen und habe noch nichts anderes. 40 Sekunden. Ja, ich habe noch gar kein Schnurrbart angefangen. Gott. Na komm. Ah, ist okay. Oh, ich denke, ich hab's geschafft. Ich war schlecht. Die Zeit war so schnell vorbei, Ronja. Ja, ich weiß. Okay. Das sieht eher aus. Oh Gott. Weiß ich nicht, ob das eine gut gewählte Farbe ist. Oh no, ich hab vergessen zu warten. Ich war zu langsam. Ich wollte 4 oder 5. Okay, das ist ein bisschen langweilig. Also, ja, nun wirklich ein bisschen langweilig. Das sind leider nur Schnurrbart. Ja, ich meine, das Thema ist Schnurrbart, aber da fehlt halt noch so ein bisschen das Drumherum. Ah, da hatte man ein bisschen mehr Zeit, glaube ich. Und der erste war... Wo? Nein! Das ist ein Monster! Sieht aus, als wenn er versucht, einen Punkt zu malen, weißt du? Als wenn er ja, keine so ein Linien malen könnte. Impressionistisch, weißt du? Ich sag... Ja, war halt voll der Künstler. Das ist meiner. Wow! Das sieht richtig gut aus. Aber ich hab... Also, der sieht ein bisschen gruselig aus. Das ist wahr. Die Augen sehen scary aus. Aber ich finde, es ist richtig gut geworden. Danke, Wie so ein Künstler, Ronja. Ach, soll ich sagen? Guck mal, das ist auch ein Künstler. Das ist cute. Der sieht sehr französisch aus. Wenn er noch so ein Baguette in der Hand hätte, weißt du, was ich meine? Ja, das wollte ich noch machen, aber das hat nicht geklappt in der Zeit. Ja. Oh, der ist cute. Oha, der sieht auch voll gut aus. Der sieht sehr artsy aus. Ich sag, wenn du den ein bisschen noch, weißt du, überarbeitest und im Museum hängst, dann... Ja. Kann ich sehen. Und die Gewinner sind... Oh ja. Oh, let's go! Let's go! Yes! 14 Punkte, direkt den ersten Sieg eingefahren. So. Das ist natürlich... Nicht schlecht. Was soll ich sagen? Hast aber auch echt gut gezeichnet. Danke, danke. Dein ist aber auch hübsch. Okay, ich bin mental bereitet. Oh, Eiszapfen. Okay. Voll das gute Thema. Das ist voll das hübsche Thema. Ich habe was ich mir vorstelle, wie ich gerne möchte, dass es wird. Aber das kann sein, dass ich dafür zu lange brauche. Aber ich werde einfach mal mein Bestes geben. Was hast du denn vor zu malen? Okay, ich möchte... Verrate doch mal so ein bisschen deine Tricks. Okay, meine Tricks. Ich möchte hier erstmal so ein Hausdach malen, was so vorragt. Und da möchte ich dann gerne Eiszapfen drunter malen. Ah ja, das finde ich jetzt eine sehr gute Idee. Das werde ich dann jetzt auch so machen. Nein. Ich habe das nicht gesagt. Was hast du denn vorzumachen? Machst du den nein, Eiszapfen einfach so? Nein, ich habe sowas Ähnliches actually vor. Nein, ich meine einfach nur einen Eiszapfen. Okay. Aber ich denke, das wäre gar nicht schlecht, die Idee. Vielleicht noch Eisbären daneben? Eisbären sogar? Oha. Du hast ja hier Ideen. Nein, ich nicht. Du vielleicht. Das war meine Idee für dich. Ich wollte... Achso, das war... Ich dachte, ich tue dir mal einen Gefallen, weißt du, und gebe dir mal... Weil du glaubst, ich habe keine eigene Idee, du Ja, ich dachte halt, falls du Hilfe brauchst, wollte ich dich nur unterstützen. Nur weil du letzte Runde auf dem ersten Platz warst, heißt es nicht, dass du wieder Erste wirst. Ja, aber ich denke schon. Ich denke schon. Boah, wir hatten diesen Winter Eiszapfen bei uns in der Wohnung. In der Wohnung? Ja, weil die irgendwie, unsere Fenster sind nicht so dicht. Und dann waren hier so Eiszapfen einfach auf der Innenseite. Alles klar. Es war sehr kalt hier. Bist du sehr zufrieden mit deinem bisher, oder? Also ich habe bisher noch nicht einen Eiszapf malt, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Nein. Weil es geht ja auch gar nicht nur um die Eiszapfen.
Es geht ja auch um das, was der Eiszapfen am Ende darstellt. Nur noch 5 Sekunden, ich sollte anfangen. Okay, ich mach gar nichts mehr. Oh, du hast noch keinen? Doch, ich bin dabei. Oh, nein, die Zeit ist vorbei. Ich hätte mein Haus fertig malen sollen. Oh, was ist das? Oh, das ist ein Baum. War doch nicht mit Eiszapfen, oder? Nee, der ist eher mit so roten Dingern. Sieht schön aus. Das sieht hübsch aus, aber ist halt... Also, das sind eher Eiswürfel, sage ich wohlwollend. Ja, das ist deins, das meinst. Gebe ich mal 2 Sterne, weil ich glaube, es ist immerhin Eis. Es ist ein Pilz. Hä? Oder ein Eis am Stiel. Oh, das sind wahrscheinlich alles Eiskugeln. Ich glaube, die Leute haben das falsch übersetzt. Das ist meins. Oha, das sieht gut aus. Aber ich habe das Haus nicht. Aber dein Haus ist, das ist eher so ein Würfel, so ein halber. Ja, aber es ist noch kein fertiges Haus. Ich hatte keine Zeit und dann habe ich gedacht, dann arbeite ich lieber an den Zapfen. Was ist das denn? Ist das ein Eiswürfel? Okay. Ah, okay, es soll so dreidimensional sein. Ja, aber es ist ja kein Eiszapfen. Nee, gebe ich nur 2 Sterne. Tut mir leid. Tut mir leid an den geheimen Eiswürfelmaler. Das ist hübsch. Was ist das denn? Das hast du gemalt, ha? Ja, das war ich. Richtig unauffällig. Oha, wie schön. Ja, das sieht gut aus. Guck dir mal, das sieht wirklich hübsch aus. Auch mit den, Wolken oder Schnee. Das waren Schneeberge. Der Eiswürfel hat gewonnen. Ich bin nicht mehr auf dem Tröpfchen. Hä? Komm, du hast auch 10. Du bist eigentlich auch 10. Dritte. Ist okay. Wir sind beide Dritte. Ja. Wir sind beide Dritte. Das heißt, einmal habe ich gewonnen, einmal beide. Und wenn ich jetzt nochmal gewinne, dann kannst du mich nicht mehr einholen, okay? Okay. Nächste Runde geht los. Thema Frisur. Wow. Was machst du denn für eine Haarfarbe überhaupt? Ich mach blond. Du? Ja, ich habe auch sowas genommen. Ja, ich weiß noch nicht genau. Okay, also hast du auch blond genommen, ha? Also so eine Mischung aus allem. Warum die halbtückische Lache? Muss ich mir Sorgen machen? Ich glaube, du hast einen Grund, dir Sorgen zu machen. Ich versuche deine Haare zu malen übrigens. Versuchst was? Meine Haare zu malen? Ja, deine Haare. Halt deine Roblox-Frisur. Oha! Aber dies ist nicht so einfach, vor allem in kurzer Zeit. Sie braucht ja auch noch was zum Anziehen. Sie sieht sie gerade völlig nackig. Ja, meine auch. Ich habe aber keine Zeit. Die wird nichts. Die kriegt nichts. Tut mir leid. Kann ich nicht machen. Oh Gott, meine ist so. Oh, meine ist so unvollständig. Nein, meine hat keine Füße. Warte, warum hat deine Füße? Ist das ein ganzer Mensch? Ja, ich habe einen ganzen Mensch gemalt. Ich sag, sie ist ein bisschen enttäuschend. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können in 2 Minuten, sage ich. Es ist aber Thema, ist so getroffen. Sind das zwei Hände, die so klatschen? Also, ich weiß nicht genau, was du da für ein Problem hast. Das ist nämlich meins. Was, das ist deins? Nein, das ist nicht meins. Also, okay, okay. Wow. Das Alter, Ronja, ist es deins? Ja. Das sieht mega gut aus. Aber ich hatte nicht genug Zeit. Ich wollte noch so halt Schatten reinmachen. Schön. Oh. Richtig schön. Was ist das? Er hat 3 Jahre aufgekommen. Ich hatte Zeit, das mit dem Finger. Nein! Ich weiß nicht. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich auch. Der hat noch keine Frisur, der hat noch 3 Haare. Oh, das ist richtig hübsch geworden. Ah, das ist deiner. Der hat keine Füße. Natürlich meins. Hat keine Füße. Da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Oh, der, die Haare sind richtig aufwendig. Die sind voll schön. Ja, verdient, Ronja. Verdient, du hast ultra gut gemalt. Danke, danke. Oh, deine sind aber auch gut. Ich habe das Gefühl, die anderen haben aber auch nicht wirklich versucht, eine Frisur zu malen, muss man fairerweise dazu sagen. Nee, das stimmt. Einer hatte eine ganz andere Mission. Geschenk. Oh, okay, Geschenk ist einfach. Das machst du eher ein Weihnachts- oder eher ein Geburtstagsgeschenk? Oh, das ist echt eine gute Frage, so. Weiß ich noch nicht so genau. Was machst du denn? Ich versuche eher Geburtstag zu machen. Gott, keine Zeit. Nein! Die Zeit ist wieder vorbei. Ich hätte eine Gelande gemacht. Oh, alright. Okay, das ist nicht schlecht. Ich sag 4 Sterne. Das ist gut, ja, das stimmt. Er hat einen Hintergrund, er hat ein bisschen aus wie eine Popcorn-Tüte, muss ich sagen. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Bitte 5 Sterne, bitte. Oh, es gibt wohl irgendwas, wo man gerade Linien mit malen darf. Weil du nett gefragt hast, kriegst du 5 Sterne. Nein, ich lass mich... Oh nein, ich hab vergessen zu voten. Oh,
Es hat ein Gesicht. Okay. Das finde ich actually geil. Das finde ich gut. Ich gebe 4 Sterne. Ich mag das Gesicht. Das ist echt süß. Ich finde, man erkennt auch immer so gut die Zeichnung, wer das gemacht hat. Findest du? Das bist nicht du. Das finde ich, nein. Nee, das ja, stimmt, die Leute haben ein bisschen einen Style. Das sieht mehr aus wie so ein Paket, was man aber von der Post kriegt. Na, ich finde aber, guck mal, da ist sogar ein Namensschildchen drauf. Ja, das stimmt. Das ist deins. Das sehe ich sofort. Ja, das ist meins. Mit Schattierung und allem, Ronja. Ich habe versucht, mir Mühe zu geben. Okay, aber die Girlande. Mit der Girlande hätte ich hier gewonnen, aber so. Gezeichnet. Oh, oh mein Mann. Gott. Das ist Wer so hat das hübsch. Denn hier schon wieder Oh mein Gott, Izzy, das ist richtig gut geworden. Das ist so viel besser als meins. Wenn du das nicht gewinnst, dann weiß ich auch nicht. Dann ist die Lobby blind. Oh, das sieht auch gut aus. Das ist nicht so gut wie deins, aber trotzdem gut. Ich denke, wir können hier eine faire... Ich weiß nicht ganz, was der Text sagen will. Nee, das kann ich auch nicht lesen. Store habe ich rausgelesen. Und die Gewinner sind... Du bist nicht auf dem Treppchen? Was? Ja, komm, aber deins war echt gut. Danke, danke. Aber das ist so unfair, ha? Ich fand deins viel schöner als... Ich meine, der Smiley ist süß, aber als der 5 Sterne gehalten, der hat sich auch geschaut. Alles klar, dann war's das. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, welche gemalten Sachen ihr schöner fandet. Die von Izzy oder die von mir? Also ich fand, das Geschenk war 1000-mal hübscher von deinem Baum und deinem Geschenk. Aber du drunter. Kannst richtig gut malen, Ronja. Richtig krass. Danke, danke. Gut, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und schaut unbedingt bei der Izzy vorbei. Da posten wir auch Videos. Mach's gut. Tschüss.